Mein Name ist Hannes Vietzen, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter hier am Zentrum für Virologie. Ich habe ursprünglich an der Universität Wien Biologie studiert, bin dann hier an die MedUni Wien für ein Wahlfach gekommen und habe hier zum ersten Mal die Biologie kennengelernt. Und schon bei dem ersten Wahlfach ist mir aufgefallen, das ist es. Und was mich sofort fasziniert hat, ist, wie diese kleinen Viren Menschen so krank machen können. Und an dieser Stelle habe ich beschlossen, ich bleibe hier. Habe meine Masterarbeit, mein Doktoratsstudium hier absolviert und bin seitdem auch Postdoc hier. In unserer Studie haben wir uns Infektionen mit dem Epstein-Barr-Virus angeschaut. Infektionen mit dem Epstein-Barr-Virus sind extrem häufig. Erkrankungen, wie zum Beispiel das Pfeiffer-Drüsenfieber, sind hingegen relativ selten. Wir haben nun in Patientinnen, die keine Erkrankung hatten, eine sehr spezifische Immunantwort identifiziert, die diese Erkrankung verhindern kann. An meinem Arbeitstag ist es für mich das Spannendste, zum ersten Mal einen Blick auf neue Daten und Ergebnisse zu werfen und dann zu entscheiden, ob die eigene Hypothese gestimmt hat oder ob man doch noch etwas nachjustieren muss. Aktuell wissen wir noch nicht, welche Menschen ein hohes Risiko für eine schwere Viruserkrankung haben. Meine Vision für die Zukunft ist, dass wir frühzeitig Menschen mit einem hohen Risiko für eine schwere Erkrankung erkennen können.